Das heißt, ich überlasse es euch mal, wie soll die nächste Konstante heißen? Z. Gut, Z ist noch nicht vergeben. Wie langweilig. Ich wollte jetzt irgendwie einen griechischen Buchstaben, aber meinetwegen, plus Z. Klassische Themen, die man hier nennen kann, sind das Rechnen mit rationalen Zahlen, also die Bruchrechnung, wenn man so will, Potenzgesetze als weiterer Punkt und das Aufstellen und Lösen linearer und quadratischer Gleichungen, was zum Beispiel auch in den Grundlagen zur technischen Mechanik eine wichtige Rolle spielt. Man kann schwer pauschal sagen, das ist ein Bereich, an dem alle Studierenden scheitern oder das ist ein Bereich, den man generell voraussetzen kann. Das ist aber eine Sache, die hat sich schon an vielen Universitäten so gezeigt. Der Hintergrund davon ist, dass die Lehrpläne sich für die 16 Bundesländer deutlich unterscheiden. Und gerade hier an der TU Clausthal hat man einen relativ hohen Ausländeranteil, der noch zusätzlich dafür sorgt, dass eben die Eingangsvoraussetzungen sich deutlich unterscheiden können. Also man merkt halt, dass selbst Mathematikstudierende nach dem ersten Semester häufig kaum noch motiviert sind, da was zu machen, weil sie eben mit der Vorstellung an die Uni kamen, sie sind gut in Mathematik und dann lernen sie hier auf einmal eine ganz andere Form an Mathematik kennen, die sie total überfordert und wo sie auch nicht wissen, wie können sie damit umgehen oder was müssen sie überhaupt tun, um jetzt wieder besser werden zu können. Also die Idee, die ich mit nach Clausthal gebracht habe, war letztendlich zu sagen, ich baue ein Programm auf, was mit dem Vorkurs startet und die Leute tatsächlich durchs erste Studienjahr begleitet. Weil man wirklich sagen kann, wenn das erstmal überstanden ist und diese Scheine bestanden sind, sind die meisten Studierenden angekommen. So ein kurzes Stimmungsbild. Wer hasst das Thema Differentialgleichung jetzt schon? Wessen neues absolutes Lieblingsthema der Mathematik sind Differentialgleichungen? Wem ist das alles völlig gleichgültig und er möchte das schöne Wetter genießen? Für mich ist eben ein wichtiger Punkt, einerseits im Vorkurs schon die typische Aufteilung in Vorlesung und Übung zu haben, wie es dann eben auch später in den Veranstaltungen der Fall sein wird. Zusätzlich möchte ich noch viele Übungsgelegenheiten geben, also sprich, es gibt sehr viele Übungsaufgaben in meinem Vorkurs, um eben spezieller darauf eingehen zu können und um den Leuten zu ermöglichen, eben tatsächlich Routine zu bekommen, weil dazu sind eben, gerade wenn es um Kalküle geht, die Übungsaufgaben essentiell. Kommt euch irgendwie dieses N-Fakultät im Zusammenhang mit Ableitungen, kennt ihr das irgendwoher? X hoch 3, erste Ableitung, 3x Quadrat, zweite Ableitung, 6x, dritte Ableitung, 6 und das ist 3 Fakultät. Das heißt, wenn ich diese Bedingung habe, kann ich daraus direkt schließen, y von x ist gleich 5x hoch n. Also der Vorkurs, so wie ich ihn halte, besteht aus zwei großen Blöcken, wie man sagen kann. Einer bezieht sich vor allem auf eine Wiederholung der Inhalte der Sekundarstufe 1, wobei hier ein entscheidender Punkt ist, dass die Studierenden zum ersten Mal seit langer Zeit diese Inhalte wieder ohne Taschenrechner bearbeiten. Der andere Punkt ist das Wiederholen vor allem von Kalkülen aus der Sekundarstufe 2. Das schließt Differenzieren, Integrieren, lineare Algebra und analytische Geometrie mit ein.
wenn man irgendwas hier in diesem Bereich bewegen möchte, hängt das mit allen Akteuren zusammen, drücke ich es mal so aus. Also sprich, ich kann, wenn es darum geht zu gucken, wie kann ich hier die Vorlesungen verbessern, dann kann ich nicht nur mit den Dozenten sprechen, dann möchte ich auch von den Studierenden hören, was sie denn stört. Und ich denke, der wichtigste Punkt dabei ist halt auch, dass die Studierenden ernst genommen werden. Es ist schon schön, ein Feedback dieser Form zu bekommen, was sogar teilweise bis heute der Fall ist. Also hier in Clausthal wurde während meines Vorkurses schon gejodelt, wenn auch nicht so in dem Maße, wie ich es da erlebt hatte. Oder vor kurzem habe ich auch gesehen, dass selbst in Hannover noch über mich gejodelt wurde. Jeder, der gedenkt, an der TU Clausthal ein Studium anzufangen, zum Vorkurs gehen. Man kann wirklich sagen, es beeinflusst den Erfolg des weiteren Studiums, es schafft einen sanfteren Übergang in das Studium, es sorgt dafür, dass wirklich bekannte Defizite angegangen werden. Also, Thema bleibt wichtig. Heute erstmal Einführung in Differentialgleichungen, nächstes Mal weitere Action mit Differentialgleichungen. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich denke, einen besseren Übergang als durch einen Vorkurs kann man nicht bekommen an der Stelle.